an meiner Seite Christian Gebhardt, einen lieben Bekannten. Ihn kennt man vielleicht schon noch vom Grand Prix der Volksmusik 2004 war das, glaube ich. Ne? Wunderschönen guten Morgen, sage ich erstmal. Ja, auch meinerseits einen wunderschönen guten Morgen. Tja, was ist seitdem passiert? Man sieht dich zwar viel im Fernsehen beim MDR irgendwo auftauchen. Musikalisch, wie ist die Karriereweg, wie ging der voran? Ja, seit dem Jahr 2004 hatte ich ein Jahr später noch einen etwas größeren Erfolg bei TV Total, bei Stefan Raab war ich zu Gast und habe mit ihm gemeinsam meinen Titel Ich bin ein echter Country-Boy präsentieren dürfen. Und naja, von da an hat sich so ein bisschen angebahnt eine Duettkarriere mit der Romy gemeinsam, im Duett Romy und Christian. Wir waren auch etwas lange unterwegs eigentlich und hatten viel Spaß gemeinsam gehabt. Und ja, dann hat sich das ein kleines bisschen zerschlagen im Jahr 2008, sagen wir mal. Und seitdem bin ich live sehr, sehr viel alleine unterwegs. Und wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, im MDR-Fernsehen bin ich relativ oft vertreten. Und einmal im Jahr moderiere ich die Herbert-Roth-Preisgala im Dezember immer. Dann eher ein bisschen die Moderation, die jetzt im Vordergrund steht, oder das Musikalische dennoch beibehalten? Wie ist das Gleichgewicht? Ich sag mal, in den Live-Auftritten kann man das relativ gut zusammen verbinden, dass ein Veranstalter einen gerne auch holt als Moderator und dass man selber noch einen kleinen Showblock mit dabei hat. Aber in erster Linie zählt für mich natürlich die Musik, weil ich liebe die Musik und die macht mich aus. Ich mache auch nebenbei noch andere Musik. Also in verschiedenen Genres fühle ich mich wohl. Und zu Hause schreibe ich auch selbst gerne Lieder und die Bühne. Ich liebe die Bühne. Bist du dann jetzt vom Volksstil ein bisschen weggekommen, so wie es ursprünglich mal war? Oder welche Stilrichtung ist es denn jetzt mittlerweile? Ich glaube schon, dass es sich so ein bisschen angebahnt hat. Am Anfang war es doch relativ volkstümlich noch. Dann ist es immer ein bisschen übergegangen, so ein kleines bisschen Country mit dabei. Und jetzt ist es schon eher der moderne, sagen wir mal, Popschlager, der mir am meisten Spaß macht. Und das ist auch in Zelten oder bei Live-Auftritten, wo die Leute am leichtesten mitgehen und das macht am meisten Spaß. Momentan bist du jetzt ja ganz alleine unterwegs, sage ich mal. Als wir uns damals kennengelernt haben, war immer noch die Omi mit dabei, gelegentlich bei deinen Auftritten und bei deinen ja, Live-Geschichten. Vor kurzem, glaube ich, erst jetzt am Samstag, letzten Samstag, wenn man zurückgeht, 20. Geburtstag gehabt. Nachträglich noch alles Gute. Ganz genau, Dankeschön, vielen Dank. Am 20. August hatte ich den 21. Geburtstag, da war ich auch unterwegs, auch alleine leider, aber es lässt sich manchmal nicht vermeiden. Ja, und meine Oma, wie gesagt, die ist eigentlich auch noch relativ oft mit dabei. Plus jetzt, manchmal ist ihr der Stress auch zu viel, sie wird auch ein bisschen älter und oft nehme ich dann auch das Zeug alleine in die Hand und versuche alleine auch über die Runden zu kommen. Aber die Oma ist nach wie vor eine gern gesehene Unterstützung für mich. Klar, mein, warum nicht? Jemand an der Seite, das ist schon ganz wichtig. Apropos an der Seite, gibt es da irgendwas? Bahnt sich da was an? Freundin etc.? Ja, also ich habe eine sehr nette Freundin seit April 2008 jetzt. Und die steht so hinter der Musik auch? Ja, auf jeden Fall. Wir verstehen uns sehr gut und es läuft alles bestens. Sehr gut. Was gibt es sonst jetzt musikalisch Aktuelles? Hast du eine neue CD jetzt am Start? Also ein Album? Oder was kann man von Christian Gebhardt so in den nächsten Monaten erwarten? Vergangenes Jahr habe ich insgesamt mein 5. Album bei der österreichischen Firma Ritsound, bei meinem lieben Freund und Chefproduzent David Ritt, aufgenommen. Und zwar war das zum 10-jährigen Bühnenjubiläum letztes Jahr. Und zwar heißt die CD Herz in Not. Da sind viele Titel auch mit drauf, die so ein bisschen die Karriere widerspiegeln, aber auch viele neue. Auch unter anderem mein erstes komplett eigenes Lied, wo ich komponiert sowohl als auch den Text geschrieben habe. Und es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, wir feiern den Sommer, wird eventuell sogar auch noch mit rauskommen. Ja, schauen wir mal, was noch passieren wird. Wenn man nähere Infos haben möchte, Homepage, Stichwort, wo findet man was? Ja, meine Homepage www.christiangebhardt.net, zusammengeschrieben und klein. Alles klar. Da stehen alle aktuellen Termine sowie aktuelle Fotos von Auftritten, ist alles mit dabei. Prima, da sind wir doch mal ganz neugierig und schauen da mit Sicherheit mal rein. Lieber Christian, dir alles Gute dann und viel Erfolg weiterhin. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Okay.